zum TÜV. Es ist soweit. Und zwar fahren wir heute direkt zu Dekra. Mal schauen. Transportieren muss, ja, dann macht es genau so, nicht anders. Anders ist scheiße. So ist gut, anders scheiße. Alles andere scheiße, so gut, das hält. Wunderbar. Kannst du nochmal zeigen? Prima auf, ja. Und prima zu. Ja, wunderbar. Von wegen WD-40 ist scheiße. Also weiter geht's. Thank you.
Warum war der nicht begeistert? Weiß ich nicht. Das sehen wir gleich. Hat einfach bloß gesagt, ja, also, ihr habt jetzt keinen Termin, kein Grund, nichts. Da kommt ihr einfach her, so wie die Mafia so einfach. Kommst du mein Sohn, ohne meine Frau zu holen? Du hast gepflicht mir dann nicht. Mafia? Das ist Mafia, wirklich? Ja. Egal. Ich schon. Du wirst dabei rauskommen. Vielleicht hat er Kamera gesehen, deswegen war er nicht begeistert, dass wir hier Kamera haben. Da ist keine Kamera, da hat gar nicht von der Kamera gesehen. Nichts? So, wir sind gerade aus der Prüfhalle raus. Wir haben den TÜV leider nicht geschafft. Und zwar hat der Prüfmann bemängelt, hier den Bremshebel, der ist abgebrochen. Also wegen sowas kann man tatsächlich den TÜV mal nicht bestehen, ja. Dann hat er bemängelt, dass der Seitenständer nicht einklappt. Also der muss von alleine automatisch einklappen. Er sei denn, da ist ein Schalter drin. Oder man hat gar keins. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn ich den Seitenständer einfach abbaue, dann passt das auch schon. Und der dritte Mängel war die Reifen. Der Vorderreifen ist leider abgefahren. Ah ja, das haben wir vergessen zu gucken. Ansonsten, das Ganze hat jetzt 127 Euro gekostet. Das war eine Vollabnahme. Und ja, jetzt muss ich erstmal die Teile bestellen. Und dann fahre ich nochmal her. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss an dieser Stelle.